Simpsons. Ein anstrengender Arbeits- und Schultag geht für die Familie Simpson zu Ende. Normalerweise ist der Abend für Familie Simpson ja dafür da, ihn in trauter Eintracht vor dem Fernseher zu verbringen. Aber heute, man höre und staune, ist Spielabend angesagt. Wozu hat man Schreiben und Lesen gelernt? Zumindest so einigermaßen. Also wird das Kreuzworträtselspiel gespielt. Scrabble. Mama March ist am Zug. Sie überlegt und überlegt und überlegt. Hast du es jetzt endlich, Mom? Na los, Mami, mach schon hin. Ah, jetzt warte doch mal. Wie wär's denn mit Hey? Das macht 2 Punkte. Jetzt bist du dran, Schatz. Oxidieren, das ergibt doch gar keinen Sinn. Wie soll ich denn daraus ein Wort bilden? Moment mal, das könnte hinhauen. So. Idee, das zählt dreifach. Hey, keine Abkürzung. Nicht it, Papi. Idee, das ist ein Wort. Das ist keine Idee, das ist stupide. Ach, halt doch die Klappe. Ja, Bart, du solltest deine sprachlichen Fähigkeiten lieber für den Eignungstest morgen trainieren. Wir könnten ja mal unter Idee im Duden nachsehen. Haben wir denn einen? Ich glaube, er liegt unter dem kurzen Bein von der Couch. Papa Huma schaut nach. Und richtig, da liegt der Duden als Couchstütze. Huma reicht den Duden Lisa und die liest vor. Also, es gibt Idee und It. In der Genetik werden die Erbeinheiten als It bezeichnet. Na, so ein Schlaukopf. Ich bin dran. Quitschibo. K-W-Y-J-I-B-O. 22 Punkte. Und das Ganze dann nochmal 3. Plus 50 Punkte, weil ich fertig bin. Ich hab gewonnen. Ciao. Augenblick mal, du kleiner Schummler. Du bleibst so lange hier, bis du mir erklärt hast, was ein Quitschibo ist. Quitschibo. Bart schaut seinen Vater an, der zu allem Überfluss auch noch gerade eine Banane isst. Und dann weiß er, was ein Quitschibo ist. Ein dicker, fetter, blöder, nordamerikanischer Affe, der die Haare verliert. Und schnell die Geduld. Hier zeige ich euch einen dicken, fetten, blöden Affen. Oh, ein Quitschibo ist ausgebrochen. Soweit zum trauten Familienabend der Simpsons. Ein ganz normaler Abend. Und auch der nächste Tag ist ganz normal. Denn ganz normal ist, dass Bart in der großen Schulpause ein hübsches Porträt von Rektor Skinner auf die Schulwand sprayt. Du da! Kein Kaugummi auf dem Schulgelände, in die Mülltonne damit! Herr Rektor, einer meiner Mitschüler ist gerade dabei, Schuleigentum zu beschädigen. Ach so, was, wo denn? Achtung, Bart, der alte Skinner kommt! Ah, ja! Am besten sagt ihr mir gleich, wer das gewesen ist. Jedenfalls kein Affenrechtschreibung. Die korrekte Schreibweise von Wiener ist W-I-E-N-E-R, da E-I nach der dritten Lautverschiebung stets Ei ausgesprochen wird. Dafür gibt's eine Eins. Und jetzt zeigt mal eure Hände her. Gut, in Ordnung. Simpson? Er hat sich die Hände schmutzig gemacht. Simpson, ich glaube, wir haben wieder einiges zu besprechen. Selbe Zeit, selber Ort? Ja, gleich nach der Schule in meinem Büro. Oh. Die Pause ist zu Ende und es wartet die nächste Schulstunde. Tja, und die wird es in sich haben. Ein großer Test ist angesagt. Martin, der Bart beim Direktor verpetzt hat, hält noch schnell seine Verteidigungsrede. Hör mal, Bart, ich hoffe, du bist nicht aus selbstsüchtigen Motiven sauer auf mich. Ich habe lediglich versucht, die Schändung des Schulgebäudes zu verhindern. Ergebensten Dank. Keine Ursache. Also habt keine Angst, Kinder. Der Test hat keinerlei Einfluss auf eure Noten. Es geht dabei lediglich um eure Zukunft und eure Aufstiegschancen, was nicht auf jeden zutrifft. Mrs. Krabappe, sollte Bart nicht mit dem Gesicht zum Fenster sitzen, damit er nicht beim Nachbarn abschreibt? Sehr richtig, Martin. Bart? Ihr müsst euch die Aufgaben nur plastisch vorstellen und entspannt euch. Der Test beginnt jetzt. Um 7.30 Uhr verlässt ein 60 Meilen pro Stunde fahrender Expresszug Santa Fe mit dem 520 Meilen entfernten Phoenix als Ziel. Stell es dir bildlich vor, Bart. Und Bart stellt es sich bildlich vor. Mit 30 Meilen pro Stunde und 40 Passagieren Phoenix in Richtung Santa Fe. Er ist 8 Waggons lang und in jedem Waggon sitzt die gleiche Anzahl von Passagieren. Eine Stunde später... Zahlen, Passagiere, Züge, Uhrzeiten, alles rast in seinem Kopf herum, bis ihm ganz schwindelig wird und er ganz einfach mit seinem Stuhl umkippt. Ah!
Bart, es gibt in dieser Klasse auch Schüler, die Chance haben, den Test zu bestehen. Hör damit auf, sie zu stören. Stört mich nicht, Mrs. Krabappel. Ich bin schon fertig. Darf ich jetzt rausgehen und ein wenig lesen? Aber natürlich, Martin. Kaum ist Martin, der mit Abstand Klassenbeste, draußen, nutzt Bart seine Chance. Als die Klassenlehrerin ein wenig aus dem Fenster schaut, schnappt Bart sich Martins Test und tauscht die Namen darauf aus. Martins Test ist jetzt seiner. Was soll da noch passieren? Ihr habt noch 20 Minuten, Kinder. Das läuft ja wie geschmiert. Der Test ist überstanden. Und jetzt folgt nur noch das Gespräch beim Herrn Direktor. Mama March und Papa Homer sind natürlich auch dazu geladen. Mr. und Mrs. Simpson sind da. Ich lasse bitten. Da wären wir wieder, Herr Direktor. Was hat er diesmal angestellt, der Blödmann? Er hat sich heute Morgen aufs Gröbste am Schuleigentum vergangen. Wir schätzen den Schaden auf rund $75 und finden es offen gesagt unfair, dass andere Steuerzahler dafür aufkommen sollen. Ein mieses System, aber was soll man machen? Aber nein, das kann er doch nicht meinen. Meine Frau glaubt, Sie wollen mich zum Zahlen verdonnern. So kann man es auch sagen. Oh. An sich können wir über so etwas schon mal hinwegsehen. Aber es handelt sich ja hier nicht um einen Einzelfall. Barts Verhalten ist aufsässig. Er fehlt häufig beim Unterricht und bringt dann den Lehrern geradezu lächerliche Entschuldigungsschreiben mit plumpe, kindliche Fälschungen verglichen mit... Nun, jedenfalls habe ich den festen Entschluss gefasst. Mr. Skinner, Dr. Pryor möchte Sie sprechen. Er sagt, es sei dringend. Er soll reinkommen. Mr. und Mrs. Simpson, das hier ist unser Schulpsychiater, Dr. J. Logan Pryor. Wozu brauchen wir einen Psychiater? Wir wissen doch, dass er beknackt ist. Aber ganz im Gegenteil. Ich muss sagen, wir waren selbst ganz überrascht. Unser Intelligenztest, den wir heute durchgeführt haben, hat erwiesen, dass der kleine Bart hier ein mehr als hochbegabtes Kind ist. Ein was? Ihr Sohn ist ein Genie, Mr. Simpson. Was? Dieser Knallkopf? Unmöglich. Doch, doch, wir sind ganz sicher. Das Kind soll seinen eigenen IQ jetzt noch nicht erfahren, aber ich werde Ihnen diese erstaunliche Zahl hier mal aufschreiben. 912? Nein, Sie müssen es umdrehen. Es heißt 216. Das ist aber immer noch genial. Sag mal, Bart, langweilst du dich eigentlich häufig in der Schule? Na und wie? Bist du manchmal frustriert, Bart? Ununterbrochen, Sir. Träumst du manchmal davon, die Schule zu verlassen und deine intellektuelle Entwicklung auf einem anderen Niveau fortzusetzen? Sagen Sie, können Sie etwa Gedanken lesen? Aha. Sehen Sie, wenn ein Kind mit Barts Intellekt gezwungen wird, sich dem Lerntempo eines normalen Schülers anzupassen, wird er sich mit solchen Ausbrüchen abreagieren. Sollten wir den Test nicht wiederholen? Nein, wir sollten ihn auf eine andere Schule schicken. Ja, noch besser. Bart, wir möchten dich gerne auf eine Schule schicken, die nicht mit Noten arbeitet, mit Vorschriften, Klassenbüchern und Klingelzeichen. Eine Schule ohne Mauern, wo du so viel oder so wenig Hausaufgaben machst, wie du es für richtig hältst. Klingt das akzeptabel? Melden Sie mich gleich an. Ausgezeichnet. Hier sind alle nötigen Informationen. Komm so gegen 9 vorbei. Mr. und Mrs. Simpson, ich darf Ihnen nochmals gratulieren. Ich glaube, wir haben alle einen Grund zum Feiern. Ach, das will mir einfach nicht in den Kopf. Mein Sohn ein Genie, wie kann sowas passieren? Übermäßige Intelligenz ist normalerweise das Ergebnis von Erbgut und sozialem Umfeld. Das heißt, manchmal bleibt es absolut unerklärlich. Der große Tag ist da. Familie Simpson sitzt beim Frühstück und wartet darauf, dass Bart seinen ersten Tag in der neuen Schule beginnt. Alle sind geschniegelt und gestriegelt. Und noch einmal fährt Mama March Bart mit der Bürste übers Haar. Hör schon auf, Mom. Du siehst sehr intelligent aus, Schatz. So ein Quatsch. Hier habe ich noch einen Schlips für dich. Jeder weiß doch, dass Wunderkinder Schlipse tragen. Du wirkst meine Kreativität ab. Entschuldigung. Bart, heute ist ein wichtiger Tag für dich. Warum isst du denn nicht etwas Nahrhafteres? Unsinn, Marge. Frosty Krusty Flakes hat er doch schon immer in sich reingeschaufelt. Es könnte ja an einem der chemischen Zusätze hier liegen, dass er so klug ist. Lisa, vielleicht sollten wir dich damit füttern. Ich meine ja nur, warum sollten wir nicht 2 Genies in der Familie haben? Dann haben wir einen Ersatz, wenn Barts Hirn explodiert. Mir ist Schnuppe, was dieser blöde Test ergeben hat. Doof bleibt doof. Das mag schon sein, aber ab heute schiebt der Doofe eine ruhige Kugel. Na, wollen mal abwarten, wie ruhig die Kugel sein wird, die Bart zu schieben gedenkt. Papa Homer hat Bart bis vors Klassenzimmer gebracht und gibt ihm zum Abschied, in Anbetracht dieser ehrwürdigen Stunde, einen Kuss. Du hast mich geküsst? Mein Vater wird doch wohl noch seinen Sohn küssen dürfen. Oder etwa nicht. Es geht schon, Bart. Und pass gut auf. Denn wenn du das tust, erreichst du eines Tages vielleicht etwas, wovon wir Simpsons seit Generationen geträumt haben. Du haust jemanden kräftig übers Ohr. Oh.
Du musst Bart Simpson sein. Ich bin Miss Malone, deine Studienleiterin. Ich will dir gleich sagen, dass wir hier nur eine Regel haben. Mach dir deine eigenen Regeln. Wenn du müde bist, leg dich hin. Wenn du dich langweilst, genier dich nicht, ein Buch zu nehmen und ein bisschen zu lesen. Was soll ich denn lesen? Na, alles, was du willst, Bart. Oh. Bart, mit diesen Schülern teilst du deinen Arbeitsbereich. Das ist Ethan Foley. Oh, Mensahi Bart Rabbi Hasmimo. Wie bitte? Ethan ist Spezialist für Palindrome. Du weißt, Sätze, die vor- und rückwärts gelesen denselben Sinn ergeben. Und das ist Sinne Swift. Trab negrum nitug. Und was faselst du da? Ja, das ist echt Sidney. Er spricht heute alle Sätze nur noch rückwärts. Er sagte Guten Morgen, Bart. Tja, und das hier ist Cecile Shapiro. Hallo, Bart. Toll, Hamster. Wie heißen Sie denn? Hamster Nummer 1 habe ich mit einem Staphylokokkenvirus infiziert. Und Hamster Nummer 2 ist der Kontrollhamster. Hallo, kleiner Kontrollhamster. Schließ keine zu enge Freundschaft mit ihm, Bart. Er wird nächste Woche seziert. Ich darf euch jetzt bitten, eure Plätze einzunehmen und euch mit dem neuesten Mitglied unserer Arbeitsgruppe bekannt machen, Bart Simpson. Und nun setzen wir unsere Diskussion von gestern fort. Wir brachen ab, als Calvin und Tani darüber stritten, ob der freie Wille eine Illusion ist. Wenn ihr mich fragt, so ist die Menschheit frei. Aber ihre Freiheit steckt voller Paradoxien. Nach Freud wird unser Unterbewusstsein durch kindliche Erfahrungen geprägt, was uns aber gleichzeitig hilft, selbstständig zu denken. Das ist ganz richtig, Ian. Hat noch jemand ein Beispiel für ein Paradoxon? Ohne Gesetz und Ordnung besitzt der Mensch keine Freiheit. Willst du den Frieden, musst du dich für den Krieg rüsten. Ja, nicht schlecht. Tja, es scheint, das klügste Kind in der Klasse ist auch das schweigsamste. Bart, welche anderen Paradoxa bestimmen unser Leben? Nun, tust du's, ist es schlecht, lässt du's dann erst recht. Tja, also, gut, ich glaube, auch das kann man irgendwie gelten lassen. Vielen Dank, Bart. Oh, puh. Na, ob Bart in diesem hochnoblen und vergeistigten Etablissement, auch Schule genannt, richtig ist? Wir werden sehen. Aber auch Kinder mit dem IQ eines Einstein brauchen ab und zu eine Pause und müssen für das leibliche Wohl sorgen. Hör mal her, Bart. Ich tausche das Gewicht einer Bowlingkugel auf dem 8. Mond des Jupiters von meinem Sandwich gegen das Gewicht einer Feder auf dem 2. Mond des Jupiters von deinem Sandwich. Na schön, einverstanden. Und was wird da getaut? Barts Riesensandwich gegen ein Radieschen. Reingelegt, Bart. Eintausche 1000 Picoliter meiner Milch gegen 4 Pint von deiner. Also gut, das mache ich. Ganz wie du willst. Das war ein Tausch von 4 Tropfen Milch gegen Barts 1 Liter Tüte Milch. Reingelegt, Bart. Bart, würdest du deinen Napfkuchen gegen meine... Spar dir die Mühe. Bevor er sich schon wieder blamiert, drückt Bart seinen Kuchen lieber gleich raus und verlässt die illustre Gesellschaft. Was haltet ihr von unserem neuen? Ein ziemlich unterbelichtetes Genie, was? Ja, tatsächlich kein sehr helles Köpfchen. Puh, was für ein Tag für Bart. So hat er sich das sicher nicht vorgestellt. Aber jetzt liegt er erstmal auf seinem Bett. In der linken Hand eine Flasche Saft, in der rechten Hand etwas Vernünftiges zu lesen. Einen Comic. Na, wie war's denn? All, all, os. Was? Das ist rückwärts für so lala. Wow. Was liest du denn da? Ein Comic-Heft? Ach, du willst wohl deine empfindliche Birne nicht überhitzen. Hör doch mal, was hältst du davon, wenn wir deinen ersten Genieschultag feiern? Ich lade dich ein zu einer Runde Milchshake mit Schokoladeneis. Oh yeah! Bart, ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass ich nie etwas für deine... wie heißt es noch gleich, wenn man etwas zum Aufblühen bringen will? Kultivieren! Weil ich nie deinen brillanten Verstand kultivieren konnte, habe ich für heute Opernkarten besorgt. Beeilt euch, zieht euch an, es beginnt um 8. Oh, Mami, nicht heute Komm Abend. Komm schon, Bart, deine Mutter hat es gut gemeint, also geh hin und genieß die Show. Oma, du gehst auch mit. Aber ich bin doch kein Genie, wieso muss ich das mit ausbaden? Tja, mitgefangen, mitgehangen. Die ganze Familie Simpson geht also im allerbesten Kleid und Anzug in die Oper. Dass es hier ein bisschen anders ist als zu Hause vor dem Fernseher, merken Sie sehr schnell. Hey, Liz, schau doch mal nach dem Kerl mit den Erdnüssen. Hier gibt's keine Erdnüsse, Schatz. Mist, kein Bier und nicht mal Hotdogs. Psst. Auf
eine Krampftorero, hast du auch keine Lust und bist voller Frust. Hör sofort mit dem Unsinn auf und du, Homer, ermutige ihn nicht noch. Marge, schüchter den Jungen nicht ein. Wir sollen ihn doch ermutigen. Psst. Wer ist denn der Dickarsch da? Das ist der Stierkämpfer. Bei einem so fetten Ziel kann der Stier ja gar nicht daneben stoßen. Naja, irgendwann und irgendwie ist auch dieser Abend überstanden. Und am nächsten Tag sitzt Bart wieder in seiner neuen Klasse. Auf ein neues. Also Y gleich A hoch 3 durch 3. Und wenn ihr den Veränderungsgrad dieser Kurve richtig berechnet, werdet ihr mit Sicherheit eine angenehme Überraschung erleben. Na, was ist denn los, Bart? DY abgeleitet ist gleich 3 R im Quadrat DR hoch 3 oder R Quadrat hoch DR oder RDRR. Immer wieder, immer wichtig, denke, rede, rechne richtig. Doch, ja. Jetzt reicht's, Bart. Da war ja seine alte Schule direkt ein Erholungsheim dagegen. Also nix wie weg von hier und nach Hause. Doch da wartet Mama March mit der nächsten Überraschung. Ein weiterer Kulturabend ist angesagt. Dem armen Bart wird fast übel. Also beeilt euch, ihr beiden, sonst kommt ihr noch zu spät zum Filmfestival. So was? Oh, entschuldige, Bart. Deine Mutter hat uns Karten für so einen Schnarchfilm von so einem schwedischen Heini gekauft. Oh, Backe. Ich finde auch, das müssen wir uns nicht antun. Hör zu, Dad, ich muss dir etwas sagen. Hat das nicht Zeit, Bart? Es wird doch schon dunkel. Tja, und langsam wird es auch in Barts Kopf dunkel. Er kann und mag nicht mehr. Doch unerbittlich naht der nächste Tag. In Barts Genieklasse ist Chemie angesagt. Ich habe noch immer keinen Laborpartner für dich, Bart. Wenn sich nicht bald ein Freiwilliger meldet, muss ich jemanden bestimmen. Was wird das? Das sieht ja gefährlich aus. Na ja, Miss Malone, diese Sache ist ziemlich top secret. Na schön, lass dich nicht stören, aber du weißt, was passiert, wenn du Säure und Basen mischst, nicht wahr? Klar weiß ich das. Und wir wissen's jetzt auch. Nach den Aufräumarbeiten beginnt auch die Schulleitung, sich jetzt doch so langsam ein paar Gedanken zu machen. Also, Bart, wir möchten betonen, dass niemand deswegen verärgert ist. Wir machen uns nur Sorgen. Wenn ein junger Mann mit einem IQ von 216 ein einfaches Experiment nicht zustande bekommt, dann braucht man keinen Bart Simpson, um zu merken, dass etwas nicht stimmt. Ganz ehrlich, kommt die Klasse für dich zu langsam voran? Oh, Backe Ivo! Also, was können wir dann für dich tun? Ich möchte in meine alte Klasse zurück. Aber Bart, hast du die Langeweile vergessen? Die Monotonie, das intellektuelle Vakuum? Aber nein, wissen Sie irgendwie, ich dachte nur, ich könnte inkognito bleiben. Inkognito? Bart, das klingt interessant, sprich weiter. Naja, ich könnte so tun, als wäre ich ein normales, dummes Kind. Verstehen Sie? Die Sachen studieren, die miteinander machen, rauszukriegen, wie es bei denen tickt. Ah ja, wie Jane Goodall und die Schimpansen. Genau. Das ist ja hochinteressant, Bart. Du schreibst dein Exposé, während ich mit Direktor Skinner spreche. Exposé? Ja, umreiße dein Projekt, was du zu erreichen hoffst und was du dafür alles benötigst. Ach, das meinen Sie? Direktor Prayer geht telefonieren und Bart beginnt sein Exposé zu formulieren. Ganz einfach ist es nicht. Mein Exposé von Bart Simpson. Ich möchte so tun, als wäre ich ein normales, dummes Kind. Dadurch hoffe ich, dass es mir... Oh nein. Dazu werde ich... Ich... benötigen... Oh nein. Mein Geständnis von Bart Simpson. Ich bin ein dummes, normales Kind. Ich habe bei meinem Intelligenztest geschummelt. Ach, du bist schon fertig? Direktor Skinner ist sehr interessiert, was du... Und übrigens, Geständnis schreibt sich nicht mit SCH. Naja, darauf kommt's jetzt auch nicht mehr an. Bart ist froh, dass alles raus ist. Reichlich mitgenommen und durch seinen Labortest ganz grün gefärbt, erscheint er zu Hause. Nun muss er hier noch für Aufklärung sorgen.
Hey, du siehst ja toll aus. Bart, was ist denn passiert? Wir haben in Chemie ein bisschen herumexperimentiert. Na ja, sowas kannst du mit ein paar Tropfen Terpentin wieder rauskriegen. Also los, gehen wir. Lass bloß den Kopf nicht hängen. Ich wette, Einstein hat sich auch mehrmals verfärbt, bevor er dann seine Glühbirne erfunden hat. Dad, ich muss dir etwas sagen. Und ich hoffe, du gehst nicht gleich hoch. Was ist denn los? Ich bin gar kein Genie. Was? Ich habe beim Intelligenztest geschummelt. Es tut mir leid. Aber ich möchte dir trotzdem sagen, die letzten Wochen waren einfach super. Wir beide haben so viel zusammen gemacht. Du hast mir bei vielen geholfen und wir haben uns doch ganz prima verstanden, findest du nicht? Ich hab dich richtig gern, Daddy. Und ich glaube, wenn uns etwas zusammengebracht hat, kann es eigentlich nicht so schlimm gewesen sein, oder? Ach, du Mieser! Ach, so. Nein! Was haben die beiden eigentlich? Ich glaube, Bart ist wieder dumm. Ach, so ist das. Da kannst du aber nicht ewig drin bleiben. Ich kann's versuchen. Schieb deinen Hintern jetzt hier raus. Sofort. Keine Chance, Alter. Nein. Bart, wenn du nicht rauskommst, kann ich dich nicht in den Arm nehmen und küssen. Und dich rutscheln, dass du dich wohlfühlst. Wenn du mich für so blöd hältst, dass ich darauf reinfalle, dann hast du aber eine Schramme. Und so kehrt der ganz normale Alltag wieder zurück zur Familie Simpson. Und, wenn es auch keiner zugeben will, sie finden es alle besser so. Ein neuer Tag im Leben der Simpsons beginnt. Was mag er bringen? Für Bart jedenfalls beginnt dieser Tag recht erfreulich, denn heute ist ein Schulausflug geplant. Ein Schulausflug zur Besichtigung des städtischen Atomkraftwerkes. Vor allem möchte ich nicht, dass unser Ausflug wieder so endet wie der letzte Besuch im Staatsgefängnis von Springfield. Ich erwarte von euch allen tadelloses Benehmen, besonders von dir, Bart Simpson. Aber Mrs. Krabappel, ich habe das Tor doch gar nicht aufgeschlossen. Und da kommt auch schon der Bus. Alles einsteigen, bitte. Oh, Entschuldigung, meine kleinen Dovis. Bin wohl heute ein bisschen spät dran, oder? Los, Kinder, abzählen. Eins, zwei, drei. Bart Simpson. Setz dich auf deinen Platz, Bart. Oh, bitte, Mrs. Krabappel, nicht neben Wendel. Kommt doch immer den Bus voll. Hey, Wendel, nimm's mich persönlich. Das ist mir egal. Das ist der einzige freie Platz. Also setz dich hin. Weißt du, ehrlich gesagt, ist mir jetzt schon ganz übel. Bart Simpson, setz dich hin. Ich hab genug von deinen Albernheiten. Also fahren wir. Ich fühle mich gar nicht gut. Oh, Mrs. Krabappel, Mrs. Krabappel! Wenn ich noch ein einziges Wort von dir höre, lasse ich dich zur Strafe vor der ganzen Klasse singen. Ich rap euch was vor. Oh nein, du singst uns am Brunnen vor dem Tor alle 9 Strophen. Bloß das nicht. Ich glaube schon, dass du singen wirst, Bart Simpson. Ja, Bart Simpson, wir sorgen dafür, dass du singst. Und die beiden, Sherry und Terry, sorgen wirklich dafür. Wie auf ein Kommando geben die beiden Bart einen dicken Kuss auf die beiden Backen. Igitt. Jetzt reicht's, Bart. Warum kannst du dich nicht benehmen wie, wie wir, Mrs. Krabappel? Wie Sherry und Terry. Nimm dir an ihnen ein Beispiel. Tja, und nun kommt, was kommen muss. Bart wird zum Singen verdonnert. Am Brunnen vor dem Tore. Er hat da natürlich seine eigene Version. Und vielleicht ist es besser, ihr haltet euch etwas die Ohren zu. Am Brunnen vor dem großen Tor. Uff, da steht so ein Affengeil an Lindenbaum. Oh yeah. Ich träumte in seinem Schatten so manchen süßen Traum. So manchen süßen Schon? Traum unter diesem Affengeil Lindenbaum. Oh yeah, oh yeah. Hör auf! Hey, Wendel, diesmal hast du es ja gepackt, Alter. Das reichte auch wirklich schon. Gott sei Dank hat der Bus das Ziel inzwischen erreicht. Das Atomkraftwerk. Alles stürmt aus dem Bus, rein in den Vorlesungssaal und die Ohren gespitzt. Denn erstmal gibt es einen kleinen Vortrag. Und so nutzt unser Kraftwerk die Energie des Atoms aus, damit wir genügend Strom erzeugen für so wichtige Dinge wie den elektrischen Fingernageltrockner oder die Zuckerwattekühlanlage. Und jetzt werden wir noch mehr über Atomkraft erfahren. Film ab! Wenn man über Atomkraft spricht, fällt den meisten Leuten nur das ein. Aber wenn wir jetzt von Atomkraft sprechen, meinen wir das hier.
Was ist Atomkraft überhaupt? Ich weiß das auch nicht. Aber ich kenne jemanden, der euch das genau erklären kann. Der lustige Kernspalt. Hallo, meine lieben Stromverschwender. Ich bin der lustige Spalt in einem Kern. Euer zuverlässiger Führer durch die aufregende Welt der Atomkraft. Hier sind drei Stäbchen aus Uran-335. Na Jungs, wie läuft's denn so mit dem Brennen? Wir fühlen uns auch. Ihr seht aber auch heiß aus. Wir sind heiß. Wir sind radioaktiv. Tja, wie wär's dann mit einem Sprung ins kühle Nass? Oh ja, los! Die Brennstäbchen machen das Wasser schnell so heiß, dass es kocht. Au, das ist heiß! Durch den Dampf werden Turbinen angetrieben, die Energie erzeugen. Ja, was ist denn das? Sieht ganz danach aus, als hätten wir ein bisschen Atommüll. Nur keine Sorge, ich werde ihn irgendwo hin tun, wo man ihn in Millionen Jahren nicht findet. So, jetzt habe ich euch die ganze Wahrheit über Atomkraft erzählt. Im Grunde ist sie ganz harmlos. Also macht euch nur keine Sorgen. Und jetzt gehen wir zum vergnüglichen Teil über. Große und schwere Stahltore öffnen und schließen sich. Die Klasse macht sich auf zur Besichtigung des Inneren des Atomkraftwerkes, in dem ja auch Barts Vater Huma arbeitet. Was macht er eigentlich im Augenblick? Ach ja, da sehen wir ihn ja. Die Füße auf der Motorhaube des Elektrowagens. In der linken Hand einen Becher Kaffee, in der rechten einen Schmalzkringel. Also, den möchte ich sehen, der den Unterschied herausfindet zwischen tiefgekühlten und frisch gebackenen Kringeln. Hey, mein Sohn müsste jeden Moment mit seiner Klasse hier sein. Sind die Kinder schon durch? Ach komm, Simpson, wenn die den Kindern zeigen wollten, wie du auf deinem Arsch sitzt und dich vollstopfst, würden sie eine Führung bei dir zu Hause veranstalten. Du hast recht, ich werde mal nachsehen, was los ist. Platz da, ich komme! Hey, da ist ja Daddy. Hallo, Daddy! Hey, Huma! Ich bin hier oben! Ach, hallo, mein Sohn! Typisch Huma. Kaum hat er einen Blick zu Bart draufgeworfen, baut er auch schon mit seinem Elektrowagen einen Unfall. Der Vorarbeiter lässt natürlich nicht lange auf sich warten. Also, wer hat die ganze Sache verbockt? Hätte ich mir ja denken können, Simpson. Aber Sir, sparen Sie sich Ihre Erklärungen. Sie sind gefeuert. Oh, hallo, meine Süßen. Hallo, Daddy. Oh, no. Gefeuert. Fristlos. Das war's wohl für Huma. Zu Hause beim Abendessen werden Stellenanzeigen gewälzt. Da muss doch was zu finden sein. Was wäre ein guter Job für dich? In der Feuerwerksfabrik. Diese Perfektionisten, ach, vergiss es. Und wie steht's damit? Überwachender Techniker für die Giftmüllkippe. Ich bin aber kein überwachender Techniker, ich bin technischer Überwacher. Ich habe in meinem ganzen Leben so gut wie nichts erreicht. Ich bin ein einziger Versager. Du wirst schon was finden. Du hast so viele Betriebsunfälle auf dem Gewissen und hast dich immer wieder aufgerafft. Ja, Dad, du schaffst es schon. Ja, das packst du doch, Daddy. Ihr habt recht. Ich bin jung, ich bin kerngesund und ich nehme jeden Job an. Achtung, Springfield, hier kommt Huma. Das waren die Türen der Personalbüros, bei denen sich Huma einen Job erhoffte. Fehlanzeige. Huma ist frustriert. Und wo kann er am besten seine Sorgen und seinen Frust abladen? Na? In Moos Taverne. Ich bin nur ein technischer Überwacher, der seinen Job zu ernst genommen hat. Moos Taverne? Ich hätte gern Herrn Schnelsch gesprochen. Wen? Schnelsch, wie man spricht? Einen Moment, ich frag mal eben nach. Hier wird ein Herr Schnelsch verlangt. Schnelsch, ist hier jemand, der Schnelsch heißt? Ja, das wollen wir auch gerne. Augenblick mal. Hör mal zu, du mieser Penner. Wenn ich dich zwischen die Finger kriege, dann bist du dran. Ich brech dir sämtliche Knochen. Irgendwann erwischst du den Kerl, Mo. Tja, ich weiß nicht. Der ist schwer zu schnappen. Der ändert dauernd seinen Namen. Mo, ich glaube, ich nehme noch einen. Hoppla. Ich bin etwas knapp bei Kasse. Kannst du dieses eine Mal anschreiben? Nein, das geht nicht. Und warum nicht? Ich finde, nach all den Jahren bist du mir eine Erklärung schuldig. Ich glaube nicht, dass du je wieder einen Job bekommst und deine Schulden bezahlen kannst. Oh. Wir können ja trotzdem Freunde bleiben. Es geht aber auch alles schief. So ein Mist. Huma schleicht nach Hause. Er hat keine Ahnung, was er jetzt mit seiner reichlich bemessenen Zeit anfangen soll. Alles schläft, außer dem Fernseher. Also wird der ihm ein wenig die Zeit vertreiben. Einschalten
Und schon hat er eine Sendung erwischt, die ihm auf den Leib geschrieben ist. Zeitungsschlag, die Sendung für den Arbeitslosen, meldet sich gleich wieder mit tollen Tipps. Aber zunächst die Werbung. Arbeitslos? Ohne Job? Nüchtern? Sie haben den ganzen Tag zu Hause rumgebläht, aber jetzt ist es Zeit für einen DAF. DAF, das Bier, das die Zeit verfliegen lässt. Oh, kriegt ihr genug, bitte noch einen Krug DAF-Bier. Ja, das ist doch wirklich besser als nichts tun. Hier muss doch irgendwo ein Bier herumstehen. Ah, vielleicht da drin. Verdammt, ich muss Kohle haben! Tja. Huma muss Kohle haben, um Bier kaufen zu können, denn im Kühlschrank ist nichts mehr. Aber woher nehmen und nicht stehlen? Stehlen? Da gibt es doch noch Bart. Und der hat ein Sparschwein. Huma, Huma, was machst du dann nur? Oh, nein. Was habe ich nur getan? Ich habe das Sparschwein meines Sohnes geknackt. Und wofür? Für ein paar miese Kröten. Die nicht mal für ein einziges Bier reichen. Augenblick, zählen wir lieber nochmal nach. Ach, nicht mal annähernd. Huma ist verzweifelt und fasst einen entsetzlichen Entschluss, den er seiner Familie in einem Brief hinterlässt. Liebe Familie, ich bin ein schrecklicher Versager. Ihr seid besser dran ohne mich. Wenn ihr das liest, liege ich schon in meinem kühlen Grab. Ich kann euch nur trösten mit den Worten, die mir mein Vater hinterließ. Sei standhaft, duldsam und verschwiegen. Ich hoffe nur, dass ich als Toter ein besserer Vater sein werde, als ich's im Leben war. Herzliche Grüße auch an Tante Sally und ihre missratenen Kinder. Euer Vater, Homer J. Simpson. Nach diesen ergreifenden letzten Worten eilt Huma nach draußen und bindet sich den größten Stein, den er finden kann, um seinen Bauch und schleppt sich so zur höchsten Brücke der Stadt. Zu Hause herrscht inzwischen große Aufregung. Bart ist aufgewacht und... Mami, Mami, wach auf! Man hat uns ausgeraubt! Was ist passiert? Jemand hat mein Sparschwein geknackt! Oh, euren Vater haben sie auch mitgenommen! Seht mal, das lag auf dem Tisch! Oh! Gott sei Dank kann Marge Humas krakelige Schrift entziffern und so wissen sie, was er vorhat. Solch ein Ende hat selbst Huma nicht verdient. Da sind sie alle einhelliger Meinung. Also, auf zur Rettung! Huma steht inzwischen an der Kreuzung, die ihn noch vom Brückengeländer trennt, immer noch den dicken Stein vor sich hertragend. Ist ganz schön viel Verkehr hier. Hey, du Idiot, pass doch auf, wenn du umfährst! Da ist er ja! Tu das nicht, Daddy! Oh. Achtung! Oh. Oh. Mann, oh Mann, ist diese Kreuzung gefährlich! Man gehört doch ein Stoppschild hin! Oh, Huma, sag mal, wie konntest du nur daran denken, dich umzubringen? Wir sind stolz auf dich! Ja, Daddy, wir sind stolz auf dich! Mich umbringen? Das wäre das Letzte, was ich jetzt tun würde. Ich habe eine Aufgabe. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Mir ist egal, wer sich mir entgegenstellt. Mir ist egal, gegen wen ich kämpfen muss. Ich werde nicht eher ruhen, bis diese Straße ein Stoppschild bekommt. Na, das hat doch was. Huma ist wieder oben auf. Er hat eine neue Aufgabe. Kein Gedanken mehr an Selbstmord. Huma strahlt. Und mit ihm seine ganze Familie. Tja, und am nächsten Tag sehen wir Huma schon bei der Stadtratssitzung. Mal sehen oder hören, was er vorhat. Und als nächstes berichtet uns Polizeichef Wiggum von seinem Kampf gegen die Graffiti-Schmierereien. Es ist kein Geheimnis, dass unsere schöne Stadt von einem Schmierfinken namens Elbato heimgesucht wird. Der Polizeizeichner hat ein Phantombild des Beschuldigten angefertigt. Wenn jemand diesen Mann erkennt, sollte er uns sofort Bescheid geben. Das ist ja cool, Mann. So eine richtige Verbrecherwiese. Den möchte ich auch nicht im Dunkeln begegnen. Und nun zum nächsten Punkt. Huma Simpson, hiesiger Einwohner, hat etwas vorzuschlagen. Mr. Simpson? Sei gar nicht aufgeregt. Wir glauben an dich. Meine Damen und Herren, verehrte Stadträte, liebe Kinder und Rentner, die nichts Besseres zu tun haben. Die Gefahr lauert an vielen, vielen Orten. Schon unsere Vorfahren in ihren Höhlen mussten aufpassen, nicht von einem Dinosaurier... Kommen Sie zur Sache.
Ich finde, wir brauchen an der Ecke die Street und 12. ein Stoppzeichen. Erst alle dafür? Ja. Angenommen, Sitzung geschlossen, Kaffee und belegte Brote in der Halle. Wow, das ging ja schneller, als ich dachte. Es hat geklappt. Mach nur weiter so, Daddy. Du hast es geschafft, Homer. Wenn die glauben, dass ich bei dem Stoppschild Halt mache, dann haben sie sich geschnitten. Homer spricht da ein großes Wort gelassen aus. Nach diesem schnellen Erfolg legt Homer los. Aber richtig. Keine Kreuzung, kein Überweg, den er nicht kontrolliert und beanstandet. Und der Schilderwald in der Stadt nimmt außergewöhnliche Ausmaße an. So langsam wird auch die Presse aufmerksam. Simpson steht für Sicherheit. Dutzende jubeln Homer Simpson zu. Homer Simpson schlägt schon wieder zu. Aufgepasst, hier kommt Homer. Es ist genug, Homer Simpson. Nun habe ich die ganze Gegend mit Schildern vollgepflastert. Und was soll ich jetzt tun? Oh, Homer, wir sind so stolz auf dich. Stolz? Worauf? Naja, auf alles. Denk nur an dein Schlaglochschild. Jetzt wird niemand mehr in der Straße von deinen kleinen... überrascht. Ja, ich weiß, du meinst es gut mit mir. Aber im Ernst, ihr wisst doch selbst, wie unwichtig das ist. Denn es gibt eine Gefahr in dieser Stadt, die größer ist als alle Schlaglöcher zusammen. Was für eine denn? Ich meine die vor unserer Nase. Du willst dich doch wohl nicht mit deinen ehemaligen Bossen anlegen. Wow! Ja, mein Daddy ist ein Held. Was hast du eben gesagt? Ach, nichts. Ist schon gut. Ich werde mal annehmen, du hast das gesagt, was ich verstanden habe. Man höre und staune. Homer ist jetzt sogar dazu bereit, gegen das Atomkraftwerk anzutreten. Und es gelingt ihm sogar schon am nächsten Tag, eine Demonstration direkt vor dem Eingangstor des Atomkraftwerkes zu veranstalten. Mr. Burns, der Chef, und sein Sekretär Smithers hören und sehen das natürlich gar nicht gerne. Wir verdanken ihm außerdem die Stolperschwelle, das Schlaglochschild und vor allem das viel umstrittene 30 Kilometer Tempolimit auf der Hauptstraße. Hier ist der Mann, dessen Name gleichbedeutend ist mit Sicherheit für alle Bürger dieser Stadt. Homer Simpson! Vielen Dank. Im Gegensatz zu den meisten von euch bin ich kein armer Irrer. Nur ein ehrlicher, anständiger Amerikaner, der gegen das Unrecht kämpft. Und besonders gegen Schlamperei, wo immer sie auftritt. Jetzt hört euch diesen Mann an. Er ist gut, er hat die Menge absolut in der Hand. Er könnte direkt Fernsehprediger werden. Wer ist das? Das ist Homer Simpson, Sir. Er hat mal für uns gearbeitet, aber wir haben ihn gefeuert wegen absoluter Unfähigkeit. Da liegt also der Hase im Pfeffer. Schleifen Sie mir diesen Simpson sofort in mein Büro. Aber Mr. Burns... Ich sagte sofort. Und sofort heißt sofort. Sofort! Unser Leben liegt in den Händen von Männern, die keinesfalls klüger sind als ihr oder ich. Die meisten von ihnen sind sogar saublöd. Ich weiß das, weil ich mit ihnen zusammengearbeitet habe, mit ihnen beim Kegeln war und mir ansehen musste, wie sie mich bei Beförderungen immer wieder übergangen haben. Und da sage ich, jetzt reicht es mir. Ach, Simpson, Burns möchte mit Ihnen sprechen, streng vertraulich. Streng vertraulich? Allerdings. Einen Augenblick. Ich bin gleich wieder da. Ach, Homer Simpson. Endlich habe ich das Vergnügen. Ganz meinerseits. Simpson, ich möchte, dass Sie wieder in unsere große Energiefamilie zurückkehren. Tut mir leid, das mache ich nicht. Lassen Sie mich ausreden. Ich möchte Sie doch überhaupt nicht als technischen Überwacher oder überwachenden Techniker beschäftigen oder was immer Sie hier gemacht haben. Ich möchte, dass Sie in unserem Kraftwerk die Verantwortung für die Sicherheit übernehmen. Die Sicherheit? Aber Sir, wissen Sie denn nicht, dass ich mehr Unfälle als jeder andere auf dem Kerbholz habe? Nicht zu reden von denen, die ich noch vertuschen konnte. Das großzügige Angebot, das ich Ihnen mache, gilt genau 30 Sekunden, Simpson. Ich soll verantwortlich für die Sicherheit sein? Das Ding könnte ja in die Luft gehen. Ach was, ich muss auch mal an meinen Arbeitsplatz denken. Vielleicht kriege ich einen riesen Schreibtisch. Und Marge soll nicht allein für die Familie sorgen müssen. Der Typ hat das sauberste Hemd an, das ich je gesehen habe. Simpson, die Zeit ist um. Also gut, überredet, ich nehme den Job. Ausgezeichnet. Ihre erste Aufgabe besteht darin, auf diesen Balkon zu treten und den Leuten zu sagen, dieses Kraftwerk ist sicher. Was soll ich? Na los, Homer. Tun Sie es für Ihre Familie. Hey, Homer! Da ist der Daddy! Ja! Sehr
sehr verehrte Damen und Herren, dieses Kraftwerk ist... Huma stockt. In der Menge sieht er Marge, die ihn mit treuen Augen anblickt. Seine Marge, die er liebt und die ihn liebt und die an ihn glaubt. Nein, da bringt er es nicht übers Herz, nur wegen eines Jobs, sie und die anderen Menschen zu belügen. Und genau das wird er jetzt seinem Chef sagen. Meine Güte, wartet einen Augenblick, ich bin gleich wieder da. Ja! Ich bring das einfach nicht übers Herz. Mit einem Wort, Sie wollen einen gut bezahlten Job bloß für Ihre Prinzipien sausen lassen? Wenn Sie das so ausdrücken, ist das schon ein bisschen blöd. Aber ich bin nun mal ein Dickschädel. Und ich schwöre Ihnen, jede freie Minute meinem Kreuzzug für die Sicherheit zu widmen. Aber ich habe natürlich viel weniger freie Minuten, wenn Sie mir den Job geben. Sie sind gar nicht so blöd, wie Sie aussehen oder sich anhören oder wie Ihr bestes Testergebnis nahelegt. Sie haben den Job. Und jetzt an die Arbeit. Ich gehe an meine Arbeit. Aber zuerst muss ich mich von meinen Freunden verabschieden. Freunde, ihr habt euch schon daran gewöhnt, in mir euren Schutzengel zu sehen. Der aufpasst, dass ihr euch nicht verletzt oder die Zehen brecht oder euch in die Luft sprengt. Aber ihr könnt euch nicht ewig auf mich verlassen. Ihr müsst lernen, dass in jedem von uns ein kleiner Homer Simpson steckt. Er ist vielleicht häufig daneben und ein bisschen verfressen, aber er steckt drin. Doch warum ich das alles sage, das tut mir sehr leid, aber ich werde euch verlassen. Aber keine Sorge, ich bin gerade der neue Sicherheitsinspektor dieses Kraftwerks geworden. Mit einem fetten, dicken Gehalt. Hey, das ist mein Alter! Die Menge ist begeistert. Der Sicherheitsfanatiker Huma als Sicherheitsinspektor im Atomkraftwerk. Das gibt dem Ganzen Sicherheit. Huma hat wieder einen Job. Marge und die Kinder sind glücklich. Was hindert sie also daran, sich alle zu umarmen und als eine große, zufriedene Familie nach Hause zu gehen? Nichts.